Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Folge von Hearthstone. Es gibt große Neuigkeiten und zwar, wie ich es gestern ja schon angesprochen hatte, wurde auf der BlizzCon etwas Größeres revealed und zwar die nächste Expansion. Zusätzlich noch ein paar andere Sachen, aber da reden wir gleich drüber. Erstmal geht es um die nächste Expansion und die sieht wie folgt aus. Ich habe mir hier mal ganz kurz erlaubt, den Blizzard Lounge hier mal kurz, ich ziehe jetzt einfach mal hier den Blizzard Lounge kurz rüber und dann schauen wir uns hier dieses wunderschöne YouTube-Video an, das hier herausgekommen ist und mache das Ganze nochmal ein bisschen leiser. Das Ganze lasse ich jetzt einfach im Hintergrund laufen und rede kurz ein bisschen drüber, weil es ist nämlich so, dass ich es super, super geil finde, was für ein neues Theme sie rausgebracht haben. Ich bin ja ein sehr großer Fan, gerade von Trollen und allem Möglichen und auch diese komische neue Clan, ja die neuen Clans halt, die jetzt hier bei den Trollen entdeckt wurden, gerade wenn man hier auf Sandala unterwegs ist und alles Mögliche. Und deswegen finde ich es ultimativ stark, einfach nur, dass sie gesagt haben, hey, wir haben jetzt hier, wie wir da jetzt gerade gesehen haben, den roten Dude hier, das ist ja einer von den Bluttrollen, würde ich jetzt einfach mal schätzen, dass sie hier die Trolle verschieden reingebracht haben, dass die hier gerade die Loas im Hintergrund haben, dass die Loas Legendary sind, dass jede einzelne Klasse eine neue zusätzliche Karte kriegt und das sind diese Totems, die alle Stealth haben und eine verschiedene Fähigkeit rausbringen. Es ist richtig, richtig geil und ich feiere es übel einfach nur, dass es sowas hier überhaupt zeigen oder halt überhaupt rausbringen, weil das ist meiner Meinung nach sehr, sehr schwierig, da für jede Klasse die richtige Balance, möchte ich mal sagen, wieder rauszubringen. Ich denke aber, dass Blizzard seit den letzten Malen ein bisschen was gelernt hat und dass sie aus ihren Fehlern vor allen Dingen gelernt haben, weil sie haben schon ein paar Karten gezeigt und meiner Meinung nach klingen die schon relativ, relativ nett und balanced, möchte ich einfach mal sagen. Sie haben eine Kreatur rausgebracht, einen Tiger, der ist, kostet 25 Mana, ist 7,5 mit Divine Shield und noch irgendwas, ich glaube Divine Shield Lifesteal ist 7,5 wie gesagt und ja, kostet halt eins weniger pro Minion, der, glaube ich, gestorben ist oder sowas. Das ist ein Tar Creeper ins Unendliche. Ich weiß nicht, war es jetzt ein Minion, der gestorben ist oder war es jetzt... lass mich mal ganz kurz nachgucken. Ich möchte jetzt einfach, dass ich hier jetzt nichts Falsches sage oder sowas. Dass wir da auf jeden Fall... es hat Divine Shield, Rush und Lifesteal kostet eins. Kostet eins weniger für jeden... für jeden Mana. For each Mana you've spent on spells. Das heißt also, wenn du was gecastet hast, wird der billiger. Und es ist eine Paladin-Karte, Leute. Das ist halt wirklich, wirklich interessant. Und man sieht hier auch ältere Dudes wieder. Gerade zum Beispiel hier Reek, der, kann ich ja auch mal hier gerade rüberziehen. Hier Reek hier, der gute Typ hier, ist ja ein Loa, der auch in World of Warcraft vorkommt. Gegen den man sogar kämpft und den man auch platt machen muss. Fill your board with copies of this minion. Finde ich super, super geil damit. Vielleicht ist da eine neue Zoo-Variante möglich. Und wir haben noch den Hexlord Malacras. 8 Mana, 5-5. Add a copy of your opening hand to your hand. Accept this card. Das ist halt... Leute, ich glaube halt wirklich, dass da einiges möglich ist. Dass da viele neue Engines mit rauskommen. Hier ist nochmal eins so. Spirit of the Shark. Da gibt es ja auch verschiedene Spirits, die jetzt hier rauskommen. Spirit of the Bad und so weiter und so fort. Und die haben halt alle Stealth für einen Zug. Und your minions, Battlecry and Combos trigger twice. Oder after a friendly minion dies, give a minion plus in your hand +1/+1. Wir haben hier so eine kleine Buff-Engine. Finde ich wirklich stark und ich freue mich einfach gigantisch darauf, dass diese neue Expansion rauskommt. Zusätzlich, was man einfach sagen kann, finde ich das neue Bundle extrem gut, weil sie sich gesagt haben, hey, wir machen jetzt nicht mehr so in diese ultimativ teure Bundles und sowas in die Richtung, sondern die haben gesagt, hey, das normale Bundle, Ready to Rumble, es sind 17 Packs, kostet 20 Tacken, ist fine. Das etwas größere Bundle ist ein neuer Hero und zwar King Rastakhan. Ich glaube, das ist wirklich der König, der auch bei WoW gerade oben auf dem Thron sitzt. Dann 50 Packs und noch den Kartenrücken. Und das ist wahrscheinlich auch das, was wir dann zu Reveal öffnen werden. Zusätzlich gibt es da noch ein paar andere Sachen, die jetzt hier revealed wurden. Zum Beispiel, dass zwei neue Spiele jetzt, also besser gesagt, dass doch mehr oder weniger zwei neue Spiele halt rauskommen werden hier in die Richtung. Und zwar ist es einmal Warcraft Reforged, was wir auf jeden Fall spielen werden. Das werde ich auf jeden Fall let's playen, Leute. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, weil es einfach super, super geil ist. Ich war früher ein riesiger Warcraft 3 Fan. Ich habe es Ewigkeiten gespielt. Ich spiele es teilweise immer noch in der alten Variante. Dann gibt es eine Diablo-Version fürs Handy, was ich auch sehr cool finde, wo ich mich auch schon vorregistriert habe. Wird es auch wahrscheinlich Videos dazu geben. Und momentan
Guckt mal auf dem Kanal nach. Da dürfte jetzt das erste oder das zweite Video schon erschienen sein von World of Warcraft Classic. So, jetzt haben wir genug geredet hiervon. Sind jetzt schon wieder fast 5 Minuten um. Ich freue mich auf jeden Fall auf die neue Expansion. Ich fange jetzt schon mal an mit Gold sammeln. Das heißt, ab heute gibt es keine Packs mehr, keine Arena mehr, sondern das Gold wird einfach nur noch hier in die Ding reingesteckt, hier gesammelt, in den Beutel reingesteckt, dass wir da ordentliches Pack-Opening machen können. Ich will wieder so 80 Packs ungefähr öffnen, dass wir das ungefähr hinkriegen. So, wir gehen aber diesmal ins Ranked mal wieder und schauen uns ein echt cooles Deck an. Ich weiß gar nicht, ob ich es in der letzten Zeit schon mal wieder gespielt habe. Ich glaube, ich habe es mal im Stream irgendwann mal gespielt. Und zwar ist es der Otto Tod. Es ist ein Odd-Deck, das halt gerade über die Cube-Engines spielt und vor allen Dingen halt so wichtige Karten wie Devil's Roar Egg mit drin hat, Necrium Blade mit drin hat, Carnivus Cube, Fletchlings. Es ist halt ein sehr, sehr aggressives Deck, das halt auch im Midrange vor allen Dingen echt punkten kann, weil es halt gerade so viele starke und gute Minions hat. Witchwood Grizzly ist hier ein interessanter Zusatz. Er wird eigentlich nur mit drin gespielt, dass man halt einfach Stompy as Hell wird. Oder besser gesagt hier Taunty as Hell eigentlich eher, weil er steht halt einfach da mit 3-12, dann versucht man ihn natürlich zu cuben und bekommt dann da 2 raus, vielleicht sogar 3, wenn man Necrium Vial irgendwie rauszündet. Alles, das ist halt richtig, richtig krank. Für ein aggressives Deck, das sich einfach mal easygoing hier so 3 bis 4, 3 12er aufs Board zaubern kann, ist schon eine Sache an sich. Wir gehen aber jetzt mal ins Game rein, gucken, wie das Ganze im Ranked so zu spielen. Das ist ja momentan der 3.11. Das heißt, die Season hat gerade angefangen. Ich bin hart runtergerutscht, Leute. Ich bin momentan auf Rang 11, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich habe noch keine Games gemacht in diesem Monat. Ja, ich bin Rang 11 mit was weiß ich. Ich muss mal wieder ein bisschen Warrior spielen, dass ich wieder hochkomme. Ich möchte versuchen, mit der neuen Expansion da auf jeden Fall dann, vor allen Dingen auch in Richtung der neuen Expansion, da wieder ein bisschen höher in die Ränge zu gehen. Dass hier gerade auf, also Rang 5 sollte ich auf jeden Fall kein Problem sein. Da bin ich ja eigentlich sonst immer um die Gegend gelungert, möchte ich einfach mal sagen. Schauen wir einfach mal, wie das wird. Okay, Odd Death Rattle Rogue. Schöne Starthand. Sehr, sehr schöne Starthand hier zum Rangehen. Für viele Leute, die halt auch schon hier solche Fragen gestellt haben, also für euch einfach, falls ihr Interesse dran habt, wenn ihr Leeroy nicht habt und den austauschen wollt, würde ich da wirklich einen anderen Charger mit reinbringen. Leeroy kann essentiell sein, muss aber nicht. Wir packen ihn jetzt weg. Wir gehen hier wirklich auf den richtig harten Aggro-Start. Das heißt also Firefly, Hero Ability, Hench Clan, Face. Und dann versuchen wir ihn einfach hier zu töten relativ zügig. Das ist ein bisschen problematisch, weil Er ist halt uncool, er wird halt wahrscheinlich ziemlich zügig anfangen, seinen Giant rauszubringen auf Turn 3, ne, auf Turn 4, ne, auf Turn 3 war das, gell? Ja, er hat den Coin, dann wird's Turn 30. Er coint aber direkt, er weiß, was wir hier für ein Deck sind, geht hier direkt auf den Taunter, kann ich natürlich nachvollziehen. Die Problematik, die ich hier jetzt momentan habe, ist leider, dass wir hitten ihn hier direkt mal. Dass er den Hench-Clan-Dude trotzdem töten kann. So oder so. Einfach aus dem Prinzip, weil er die Möglichkeit hat, jetzt schon den Lesser Amethyst Spellstone rauszuhauen. Er tradet hier, was ich okay finde. Ist für uns kein Problem. Wir sagen, hey, Dude. Hitten hier. Jetzt mal gucken, ob er direkt auf den Lesser gehen wird. Das wär eine Möglichkeit, wie man spielen kann. Ist aber schwierig, weil der Lesser Amethyst Spellstone kostet 4, genau. Das heißt, er kann da momentan noch nicht drauf gehen und das ist sehr, sehr gut, weil wir dann nämlich weiter traden können. Wir können ihn noch 5 machen. Jetzt hat er ihn auf jeden Fall enabled. Der kann auf jeden Fall 4 Schaden hier drauf machen. Wir müssen einfach jetzt zielstrebig weiterhin unser Board aufbauen. Das heißt, wir spielen das raus. Das heißt, wir spielen nochmal eins raus. Wir Hero Ability, hitten ihn Face, hitten ihn mit dem Dude, dass wir so viel Damage wie möglich machen, weil wir, wie gesagt, ein aggressives Deck sind. Hauen ihn auf 22 runter. Jetzt muss er den Spellstone raushauen oder halt das AOE. Das heißt also Hellfire, macht sich aber dann selber nochmal 3 Schaden. Wir können dann sowas spielen wie Fire Elemental, also Flame Elemental. Das bringt ist sogar tatsächlich das Hellfire. Das heißt, er macht sich hier nochmal 3 Schaden. Das finde ich doch sehr, sehr schön. Play. Face Hero Ability. Wir wollen das Necrium Blade hier gar nicht spielen und wir wollen unser 0-3er Dude hier auch auf jeden Fall auf dem Board behalten. Dadurch können wir im nächsten Zug Flame Elemental spielen, können im nächsten Zug Cold Blood auf den Dude hier drauf spielen. Wir könnten es sogar cracken, wenn es sein müsste. Das ist jetzt ein bisschen uncool.
Das ist ein bisschen uncool gelaufen, aber da können wir leider nichts machen. Wir hauen also das hier raus. Geben ihm hier 4 Attack. Gehen hier Face. Gehen hier nochmal Face. Wir könnten swappen, aber dann kann er uns einfach defilen. Wir gehen auf das nächste Blade, machen Endturn. Das Problem ist halt einfach nur, dass wir leider keinen Enabler jetzt haben für unseren Wildspine Slayer, was jetzt nicht so problematisch sein dürfte, weil wir sehr, sehr viel Early Game eigentlich in unserem Deck drin haben. Ja, okay. Jetzt bräuchten wir halt den Wildspine Slayer wirklich, dass wir hier raushauen können ohne Ende. Es ist der SS7 Agent. Wir sind ein Mana zu wenig. Ah, das ist natürlich uncool. Das ist natürlich uncool. Das ist halt wirklich eine Karte, die ihn halt hart stabilisieren kann. Wie viel könnten wir hier denn machen? 2, 5, 7. Damit haben wir 2, 3, 3er draußen. Wenn wir jetzt noch einen Death Rattle rankriegen, wäre das natürlich echt krank. Da können wir optimal weiter agieren. Aber er hat schon richtig gespielt, muss man sagen. Er ist halt relativ zügig auf seine dicken Taunts gegangen. Er hat nicht gewartet, bis er hier irgendwie den 8-8er rausspielen kann, weil der Rogue ist halt aggressiv. Der Odd Rogue ist richtig hart aggressiv und wenn man den nicht schnell genug handelt, dann hat man halt meistens Probleme und das merkt dieser Dude jetzt halt gerade auch hart, dass er einfach sagt, hey, shit, der überrennt mich einfach. Ich muss wirklich, wirklich Gas geben. Wie viel Damage haben wir jetzt hier? Wir haben hier 6, wir haben 12, wir haben Well Played. Der Leeroy ist hier mit die Siegeskarte. Er ist halt auch einfach wirklich ein wichtiger Dude, muss man einfach sagen. Aber wenn man ihn natürlich nicht hat, kann man da nichts machen. Man könnte den Argent Commander reinspielen, der wäre dann 5 Mana 4-2 mit Divine Shield. Kann natürlich auch nicht schlecht sein. Oder kostet der 6 oder kostet der 6 oder 5 Mana? Ich glaube, der kostet 6 Mana, gell? Dann können wir den gar nicht reinspielen. Boah, dann ist es schwierig. Dann würde ich vielleicht nochmal einen Fungalmancer reinpacken, weil Fungalmancer ist halt auch eine super wichtige Karte in diesem Deck, finde ich. Er bringt euch meistens das Value, das ihr benötigt, um den Gegner dann einfach zu finishen. Das heißt also, Leeroy, für den Leeroy einfach nochmal einen Fungalmancer reinpacken, falls ihr den nicht habt. Sehr, sehr schönes Early Game. Die Frage ist nur, auf was wollen wir zuerst gehen? Auf Fletchling oder auf wir haben auch noch das Egg. Oh, wir haben sogar auch noch Egg. Ah, Baku gegen Baku. Ich denke, er wird hier eine bisschen aggressivere Variante sogar haben. Weil die Deathrattle-Variante jetzt doch nicht die, die meistgespielteste ist, möchte ich einfach mal sagen. Sie wird zwar gerne benutzt, aber der standardmäßige Odd Rogue, also der wirklich nur auf reines Tempo geht, ist halt um einiges beliebter. Große Problematik an dieser Stelle ist halt einfach, dass er sich jetzt hier schon seine Waffe ausrüsten kann und halt einen guten Start hatte. Wir hatten keinen One-Drop, was wirklich, wirklich krass ist bei den Karten, die wir haben. Wir wollen auch nichts hier irgendwie rausspielen, weil das sonst halt reintradet. Wir holen uns trotzdem das raus, gehen auf eine Waffe, Hero Ability hier einmal, hitten in den Dire Maul rein und hoffen einfach, dass er jetzt nicht den Henchclan-Dude hat. Weil wenn er den Henchclan-Dude hat, ist es hier wahrscheinlich schon zu spät, dass wir zu langsam waren. Dann müssten wir irgendwie einen Wildspine Slayer rankriegen, schnell einen SI7 Agent Necrion Blade, um den halt platt zu machen. Sieht aber ganz gut aus. Er überlegt sich gerade hier irgendwie was zu spielen. Komm, Saucy Deckhand ist gut. Saucy Deckhand ist gut, dann heißt er also, er kann keinen Henchclan rausspielen. Cole, oh, Coldblood ist aber nicht so cool. Ja, dann müssen wir hier leider reinhitten. Er geht Full Face. Ich weiß nicht, ob das eine smarte Idee ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Damit habe ich halt übel gute Trade-Möglichkeiten. Damit muss ich mir selbst nicht so. Oh, wow, er hat gemisst. Er hat einfach den Saucy Deckhand gemisst. Eieiei. Das ist nicht optimal gelaufen für ihn. Das ist nicht optimal gelaufen für ihn. Damit haben wir jetzt Board Control. Das war ein richtig krasser Missplay, Leute. Das wird ihn wahrscheinlich das Spiel kosten. Wird ihn vermutlich das Spiel kosten. Oh, was? Er hat nochmal. Ja, ist okay. Ist okay. Er hat nur noch 2 Karten auf der Hand. Wir spielen. Fletchling wollen wir nicht spielen, das heißt also, wir packen das hier raus, wir packen da ein. Ne, Coldblood spielen wir noch nicht raus. Problem ist, dadurch, dass er halt jetzt hier auch nochmal das Deadly Poison hatte, konnten wir auch keinen Fletchling hier rauspacken. Hätten wir den Fletchling rausspielen können, wäre das natürlich auch optimal gewesen. Oh, böse Karte. Böse Karte.
Wir können keinen Fledgling Trade machen, wir könnten aber Necrium Blade spielen und Necrium Blade bietet sich hier eigentlich fast schon an, um 2-5-5er zu beschwören. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist the way I like it. 2-5-5er hier mal eben kurz aufs Board gebracht, auf Turn 5, das sind 5 Mana, 10-10, kann man mal machen auf jeden Fall. Er müsste jetzt hier traden, wir haben immer noch den Witchwood Grizzly, er wird jetzt eine weitere Karte rausspielen, vielleicht sogar zwei, was uns wieder einen Vorteil bringt. Okay, macht so, hittet wahrscheinlich Face, er will das Ganze so aggressiv wie möglich lösen, was ich ehrlich gesagt nicht ganz so smart finde an seiner Stelle, aber ich meine, hey, ich will mich hier nicht einmischen, er soll spielen, wie er möchte. Nochmal Necrium. Er geht auf 10 runter, das ist vollkommen fein für mich. Wir machen so, wir greifen hier an, wir greifen da an, wir gehen Face. Wir haben 2, 5, 5er, 1, 3, 10er auf dem Board und ich denke nicht, dass er hier irgendwie Sachen spielt, die uns direkten Damage machen können, außer seine Waffe oder seine Minions. Silence wäre natürlich uncool, aber er bräuchte Silence plus Charge, das würde also auch nicht reichen. Edit hier rein, Hero Ability und wird wahrscheinlich jetzt dann bald merken, oh, das sieht nicht ganz gut aus, vor allen Dingen, weil wir jetzt schon Lethal haben. Wir könnten, oh mein Gott, Leroy ist halt auch nicht schlecht, wir können hier einfach swappen. Wir swappen hier einfach, dann hätten wir hier 18 Damage schon alleine gehabt, dann wäre es GG gewesen. Leute, Death Rattle. Wir wären, selbst wenn er diese 6 Damage, die er am Anfang drauf hatte, irgendwie durchgebracht hätte, hätten wir immer noch 3 Leben gehabt, um hier genug Sachen zu machen. Das war, ja, es war ein guter Start, muss man einfach sagen. Ist sehr, sehr aggressiv reingegangen, aber muss halt einfach sagen, wenn dem Tempo Rogue, also dem wirklich, wirklich krassen Odd Rogue, der wirklich nur auf dauerhaft Damage geht, wenn dem mal ein bisschen das Tempo ausgeht, wenn dem wirklich ein bisschen der Stoff fehlt, wird schwierig, Leute. Dann wird es wirklich schwierig, dann geht ihm einfach die Puste aus. Und da ist dieses Deck meiner Meinung nach das Stärkere, einfach weil es halt immer wieder Nachschub kriegt. Dadurch, dass wir diese 5-5er rausbringen können, ist halt super, super krass. Da kann man halt einiges mitmachen. Okay, was spielt er jetzt hier? Er spielt, auf jeden Fall redet er mir jetzt hier schon mal zu viel. Er spielt, Cavern Rogue. Cavern Rogue ist natürlich ein schöner Rogue. Aber kann man Cavern Rogue überhaupt noch spielen? Ich meine, auf Turn 7 ist halt schon ein bisschen eklig, da jetzt erst die ganzen Dudes an den Start zu kriegen. Wir gehen jetzt auf den Henge Clan. Mal gucken, ob er den relativ zügig wieder removen wird. Er hat hier die Hero Ability, hittet hier rein. Wir werden uns jetzt hier erstmal 4-4er rausholen. Den kann er wahrscheinlich ziemlich zügig wegpacken. Einfach weil die 4-4er nicht das Optimalste sind. Man muss es halt einfach sagen, wie es ist. Er will aber hier auch keinen Single-Target-Hit machen. Backstep nutzt ihm hier an dieser Stelle nichts. Das heißt also, wir könnten theoretisch Hero Ability spielen oder wir spielen im nächsten Zug einfach einen Fletchling raus oder sowas in die Richtung. Mal gucken. Er hittet hier einfach. Was kommt da? Eviscerate. Shard. Shard ist eine eklige Sache. Und er bounced ihn natürlich noch. Shard ist eine wirklich, wirklich eklige Sache. Den habe ich noch nie leiden können. Diesen gemeinen Shard hier. Ja, komm, jetzt bounce ihn endlich. Ich weiß, dass du es willst. Du willst ihn im nächsten Zug auch noch reinfrieren, aber das wird dir nicht viel nutzen, Dude. Das wird dir ganz und gar nicht viel nutzen. Wir gehen dann im... Oh, was? Okay, du willst ihn nicht bouncen. Okay. Ah, okay, er hat einen Shadow Step noch übrig. Ist okay, wir traden dann trotzdem weg. Einen guten One-Drop, das ist das, was ich mir hier wünsche. Mit einem guten One-Drop bin ich glücklich. Spiel noch das hier raus. Können im nächsten Zug dann nochmal einen Henge-Clan-Dude spielen. Können hier einen Cold-Blood spielen, damit wir unsere Elementals hier ein bisschen mehr Damage unter die Haube bringen und dann ordentlich Face gehen können. Wenn er vanished, wäre es natürlich ein bisschen problematisch für ihn jetzt hier an dieser Stelle, weil es echt teuer ist, für 2 Karten hier die 3 Dudes wegzubringen. Er shardet natürlich nochmal, wird den Shard wahrscheinlich nochmal bouncen. Aber dann ist halt die Frage, was würde er tun, wenn ich jetzt nochmal einen zweiten Henge-Clan-Dude rausspiele? Er bounce ihn natürlich nochmal. Komm, bounce ihn schon. Ich weiß genau, dass du es willst. Oder geht er auf den Card Draw? Der Card Draw ist natürlich auch eine interessante Sache. Er geht wirklich auf den Card Draw jetzt diesmal und hat vielleicht noch einen Shadow Step. Also ich meine, das wäre noch die andere Sache. Er hat keinen Shadow Step. Das ist doch eine erfreuliche Sache, möchte ich einfach mal behaupten. Wir gehen auf noch einen weiteren Dude. Wir gehen auf den Hit. Wir gehen auf den weiteren Hit. Gehen Face. Hero Ability. And turn. Damit haben wir 10 Damage auf dem Board liegen. Im nächsten Zug hätten wir dann 10, 11, 12, 13, 13 plus 4. Huiuiui, ja, schon ein bisschen was. Das ist schon ein bisschen was. Ich glaube, er hat einen Fehler gemacht damit, dass er da keinen Freeze gesetzt hat. Hat jetzt 2 Mana zahlen müssen. Prep wird nicht ausreichen auf Vanish oder kostet Vanish 6? Kostet Vanish 6 oder 7?
Ich hab's gerade nicht optimal im Kopf. Er hat nochmal einen Shard, okay. Das habe ich mir schon fast gedacht, dass er nochmal einen zusätzlichen Shard hat, einfach dass er hier nicht irgendwas machen muss. Und er schaffelt sich nochmal Copies ins Deck rein. Jetzt ist halt wichtig, zu welchem Zeitpunkt er diese Kopien ziehen wird. Fletchling. Trade. Hit. Und jetzt lassen wir ihn das Ganze hier ein bisschen bereuen, dass er hier so mir den einen Dude auf jeden Fall offen gelassen hat und hauen ihn mit 9 ins Gesicht. Hero Ability hier nochmal 9, machen End Turn. Jetzt haben wir halt 3 Dudes am Start, die echt stark sind. Wenn er jetzt sagt, hey, Vanish ist es für mich fein, möchte ich mal behaupten. Er könnte tatsächlich hier einfach Coin Vanish spielen, aber dann ist halt ein kompletter Zug von ihm einfach gone. Und er spielt Sonya aus. Okay, das ist interessant. Das heißt also, er versucht hier ein komplettes Board von mir wegzutraden. Dann kommt der Backstab Nummer 1 raus, das ist okay. Er hittet hier dann nochmal rein, das ist gut. Stirbt, er kriegt eine neue Version davon auf die Hand, spielt sie direkt wieder raus, zieht eine Karte nach. Das ist jetzt die Frage, ob es ausreichend ist, weil der hat ja keinen Charge, das heißt also, er kann hier nicht reinhitten. Hero Ability ist auch unnütze, ohne Ende. Was heißt da? Backstab, das heißt also, er will nochmal eine Karte ziehen, kostet aber auch nochmal 0, das heißt also, nee, kostet 1, das heißt, er hat nur noch 1 Mana jetzt zur Verfügung. Hat aber dafür 5 ausgespielt. Das Problem ist nur, dass selbst mit Prep das Ganze. Ah, doch, er hätte. Warte mal, die kostet 5. Mit Prep wird es 3 billiger. Doch, mit dem Coin könnte er es tatsächlich ausspielen, aber das nutzt ihm halt einfach nicht. Er hat Prep. Spielt es AOE. Zieht eine Karte nach. Shadow Stabbed. Okay. Der miracelt gerade so ein bisschen schön vor sich hin. Zieht gerade ziemlich viele Karten nach. Ich muss sagen, es ist ganz gut gelaufen hier für seinen Dude hier an dieser Stelle. Spielt den Lifestealer, hittet hier einmal rein, tötet ihn damit, kriegt ihn wieder auf die Hand. Der kostet, wie viel kostet er? 1 billiger. Und surrendered. Well played. Er hatte keine Chance, Leute. Das war, ich weiß nicht ganz, was er hier jetzt versucht hätte. Hätte er den Charger gehabt, den 1-2er Charge, den 2-1er Charger, den Pirate. Hätte ich gesagt, okay, er kann mein Board wegtraden, alles cool. Aber so sollte es eigentlich nicht funktionieren. Ich bedanke mich hier jetzt recht herzlich für eure Aufmerksamkeit, wollte ich schon sagen, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ich hoffe, ihr seid dabei, wenn es dann losgeht hier mit WoW, wenn es losgeht mit Warcraft 3 und wahrscheinlich auch dann mit Diablo auf dem Handy. Ich bedanke mich recht herzlich nochmal, wenn es euch gefallen hat. Lasst natürlich einen Daumen da, schreibt was Schönes in die Kommentare, vergesst nicht zu abonnieren und schreibt mir gerne auch mal eure Meinung zu den einzelnen Games und allem möglichen in die Kommentare. Und morgen im Stream reden wir da auch nochmal drüber. Haut rein, bis dann, tschüss!